Direkte Proportionalität, dritter Teil. Ich möchte von einer Mehrheit auf eine andere Mehrheit berechnen. Als praktisches Beispiel die Aufgabe. 5 Kerzen kosten 3 Euro. Wie viel kosten 6 solcher Kerzen? Wenn ich mir in meiner Tabelle 5 Kerzen eintrage, diese kosten 3 Euro, dann ist der erste Schritt, ich rechne über die Einheit zu der anderen Mehrheit. Also ich rechne von 5 Kerzen auf eine Kerze und anschließend von einer auf die 6 Kerzen. Von 5 Kerzen auf eine Kerze, je weniger, desto weniger, muss ich durch 5 dividieren. Ich dividiere also diese 3 Euro dividiert durch 5. Und erhalte 60 Cent, 0,6 Euro. Eine Kerze kostet also 60 Cent, dann kosten 6 Kerzen 6 mal so viel, also 0,60 mal 6. Und erhalte als Antwort 6 Kerzen kosten 3,60 Euro. Noch einmal zur Berechnung. Ich rechne von der einen Mehrheit von 5 Kerzen auf die Einheit, auf eine Kerze und anschließend von der einen Kerze auf die andere Mehrheit auf 6 Kerzen hoch. Zuerst dividieren, im zweiten Schritt multiplizieren.